Moin moin und moin moin und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Vorhin haben wir schon mal so das erste bisschen in das Leben von Ezio Auditore di Firenze reingeschaut, wie er die ersten paar Missionen für seine Familienmitglieder erledigt hat. Er hat irgendwie mitbekommen, dass vielleicht nicht alles so ganz koscher an seinem Vater gerade ist, der ihn auf ein paar seltsame Besorgungen geschickt hat, wo die Leute, denen wir Nachrichten übergeben haben, letztendlich irgendwie komische Antworten dafür gegeben haben, dass unser Vater letztendlich an der Stelle nur ein ganz gewöhnlicher Bankier, Bankkaufmann oder wie auch immer man es zu dem Zeitpunkt nennen möchte, gewesen ist. Ich würde sagen, wir schalten dann wieder live ins Spiel und schauen mal, was sich so Lustiges für uns ergibt. Dann lassen wir uns mal überraschen. Und hier sind wir wieder. Wir könnten auch mal gucken, was hier die Händler hätten. Hier können wir Rüstung reparieren. Sie haben keine Rüstung, sie haben keine Waffen, sie haben keine kleinen Waffen und auch keine Ja, Munition. hier scheint etwas rustikal für meine hochklassigen Waren. Dann können wir auch noch mal hier nebenan zu dem Schneider ziehen. Hier gäbe es die Möglichkeit, unsere Kleidung zu färben. Und wir können Beutel kaufen. Einen mittleren Medizinbeutel für 3000 florentinische Münzen oder einen großen für 6000. Interessant. Kommt doch wieder. Ihr braucht meine Hilfe. Das heißt, wir müssten nochmal schauen, dass wir mittelfristig mehr Münzen bekommen. Laju, da! Ergreift ihn! Irgendwie! Eine Schande ist das! Perdona, mi Dio! Was immer ich auch verbrochen habe! Basta, basta! Dass er sich dadurch bedroht fühlt, dass wir ihn bestohlen haben. Und hier ist ein Umschlagsymbol. Gucken wir doch mal, was der Jungchen möchte von uns. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Okay. Wir sollen zügig eine Nachricht ausliefern. Klassischerweise funktioniert das, glaube ich, über die Dächer am ehesten. Damit hätten wir schon mal die erste Nachricht überbracht. Dann wieder ab nach oben. Und dann können wir mal schauen, dass wir möglichst schnell auch die zweite Nachricht unseres Casanovas überbringen. Das heißt, wir werden mittelfristig auf jeden Fall
nochmal wieder Dienste eines Heilers benötigen. Ich glaube, die Zeit hierfür haben wir auch. Dann schleichen wir uns hier nach oben. Da! Auf ihn! Ich sehe ihn! Aua! Komm her! Lachu, da ist er! Mal schnell wieder heilen lassen. Ich tat, was ich konnte, aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. So, was haben wir noch auf der Karte an Aufträgen? Ein Schmied, dabei ein komisches Icon und dort auch ein komisches Icon. Dann gucken wir uns doch erstmal an, was wir dort jeweils hätten. Worte des Siegers. Sind doch nicht tot. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Das bekommen wir doch auch hin. Sorry. Schlampe! Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib! Ich gehe heim! Geht doch! Und hier hinten haben wir gleich die nächste Kiste. Okay.
drüben hätten wir den entsprechenden Turm, den ich suche. Also erkunden wir weiter hier Florenz. Was Wichtigeres haben wir ja, glaube ich, aktuell so und so nicht zu tun. Gegebenenfalls dabei ein paar Münzen gut zu machen, uns Medikamente zu organisieren. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasenen Preise. Eine Quickfire für die Map gibt's nicht. Okay. Interessant. Das hier ist anscheinend so ähnlich, wie wir beim anderen Animus hatten, die zusätzliche, das zusätzliche Gedächtnisengramm. Legende, was hätten wir denn hier noch? Schlägerei. Was ist denn das da mit dem Pinsel? Das ist der Kunsthändler. The Doppelfeil. Der Doppelfeil, den sehe ich hier jetzt gerade nicht auf der Legende. Okay, ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar Aussichtsposten, die ich mal erkunden sollte. Hey, der er ist hier! Die Laufburschen von unserer Konkurrentenfamilie. Du verdienst es, deinem Opfer in den Tod zu folgen, elende Kreatur! Wir sind stolz auf eine Seele, direkt in die Hölle fahren! Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Warum die kaputt? Laju, da ist er! Auf ihn! Und hier haben wir wieder unsere Freunde. Bist du in der Hölle, Schmuck? Was? Lass der armen Seele ihren Krieg. Die Toten bestehen. Okay, dort wäre gesperrt. Moment, die sind schon wieder verdammt dicht. Der kommt dir bekannt vor. Auf der Karte gucken. Das könnte Richtung Norden sein. Kommt, meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpaste gegen eure Hühner auf. Ich sollte mich auch besser in Form halten. Was macht er da? Dafür werde ich. Und mal schauen, dass wir hier auch diesen Aussichtspunkt erklimmen.
den Jungs werde ich wahrscheinlich nicht entkommen können. Schande über euch, ihr Mistschweine! Ja, und wenn sie halt, wie gesagt, der falschen Familie dienen, dann haben sie auch nicht verdient, ihr Geld zu behalten. Verdienst es, deinem Opfer in den Tod zu folgen, elende Kreatur! Aber was hier wirklich fehlt, ist ein Quick-Button für die Map. Okay, da oben hätten wir noch einen Ausguck und da unten hätten wir noch zwei. Ansonsten sehe ich hier gerade keine weiteren Missionspunkte. Vielleicht hier unser Doppelfall. Das kann man mal ein bisschen hier erkunden. Speziell da wir ja auch gerade recht frisch im zweiten Teil angekommen sind. Oh Scheiße. Aua. Die haben doch tatsächlich versucht, sich gegen mich zu wehren. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Claus entfernen. Und erlässt er dies, droht ihm eine Strafe. Aber die Grafik ist um Welten hübscher, wie gesagt, als beim ersten Teil. Ganz so eilig, Enzio. Lass mich doch mal hier gemütlich hochklettern. Dann machen wir es so rum. Muss ich vorbeikommen. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Viaggio, das müssten Karten bzw. Fortbewegungsmittel sein. Der Shop ist nicht besetzt. Heißt, es wird wahrscheinlich erst später freigeschaltet. Dann sollten wir jetzt mal hier hinten gucken, dass wir diesen Aussichtspunkt erkunden. Das muss wahrscheinlich ungefähr diese Richtung sein. Okay, an den werde ich nicht vorbeikommen. Ein bisschen Kleingeld kann ja nie schaden. So, mal wieder auf der Karte schauen. Jo, die Richtung passt schon mal. Und dann ungefähr auf Höhe des Turms rechts abbiegen. Das heißt, hier kann ich langsam versuchen, am Haus hochzukommen. Okay, da haben wir auch den Punkt, wo wir zum Nachbargebäude wechseln wollen. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir am geschicktesten dort
emporklettern. Da klingt eigentlich da drüben der Zugang ganz spannend. Da unten scheint irgendjemand zu sein. Was auch nicht unpraktisch klingt. Und hier haben wir noch ein schönes Geländer, was uns garantiert zu Park kommt. Natürlich hätten wir auch dort gerade die Leiter nehmen können. Aber. Lachu, was glaubst du, wo du hinrennst? Aua. Aua. Die arme Wache. Ich kann doch auch nichts dazu, dass sie hier wach halten muss. Aber da war noch einer. Lachu, haltet ihn auf! Sofort! Und dann erklettern wir halt, was wir ja nicht machen sollen. Hier den Turm. Das könnte hier vielleicht funktionieren. Jo, da sind Kletterhilfen versteckt. Locker. Warte, nach oben kommen wir nicht. Ah, hier haben wir einen Vorsprung. Ja, ab und an sind so Vorsprünge recht schwer auffindbar. Fällt ja auch nicht auf, wenn jemand meilenweit außer Luft in so etwas reinspringt. In der Nähe davon dieser Schergentruppe. Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen, hirnloser Penner? Aua. Krieg zurück. Hm. Wie komme ich an den Jungs vorbei? Zugänglich ist es nicht. Dann gucken wir mal nach da hinten, ob wir den direkt erreichen. Also jetzt müssen wir uns da den Weg freikämpfen. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen, aber ihr sollt der Beste sein. Beweist es. Okay. Wir sollen schauen, ob wir mit den Jungs mithalten können. Die klassische Flaggenquest.
Bauchgefühl würde ich sagen, die Quest ist eindeutig haariger als beim ersten Teil. Ich hol gleich zwei Truppen von den Schergen beseitigt. Wie kann man sich nur so unchristlich benehmen? Dreckiger Dieb, möge dich der Blitz beim Scheißen treffen. Wie kann man sich nur zu so etwas herablassen? Ehrloser Dieb. Dreckiger Dieb, möge dich der Blitz beim Scheißen treffen. Ist wohl öffentlich nicht ganz so akzeptiert. Ständer, du wirst sehen, zu was das führt. Was haben wir denn noch Schönes? Wie gesagt, hier hätten wir noch einen schwer zugänglichen Bereich. Und hier unten hätten wir noch ein Erkundungspunkt. Dann kümmern wir uns noch mal drum, dass wir die Kundschaftertätigkeit erleben. Die sind nur bewusst. Dafür wird deine kranke Seele ewige Qualen erleiden. Bitte aufhören. Was immer ich getan habe, ist war nicht böse gemeint. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Meister. Weiter geht's nach oben. Und ab wieder runter. Haben wir noch irgendwas Spannendes auf der Karte? Wir hätten einmal hier diesen Punkt, wo es was heißt eine Schriftrolle, eine Codex-Seite gebe, die wir befreien könnten. Ich glaube, das würde ich sogar noch mal versuchen auf der Tour. Auch wenn wir uns dann wahrscheinlich mit den drei Jungs hier anlegen müssten. Nicht weit von hier gab es Ärger. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Adler? Das ist, weil das Veto abgestellt hat. Möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession.
Wir haben unsere erste Codex-Seite erhalten. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Aller eurer Mitbürger machen. Kommt in sein Geschäft. Seht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Aua. Das sieht doch halbwegs gleich aus. Ich wurde beraubt! Hilfe! Hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelius. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Nein! Hilfe! Hilfe! Jemand hat meine Geldbörse gestohlen! Es wird eindeutig massiv Geld. Aua! Warum schlagt ihr mich? Verdammt! Ich muss mich verstecken! Lass mich doch! Ich tue doch kein... Was zur Hölle? Wer hat dich hier liegen lassen, Freund? Gestronzi! Dann sollten wir mal in Richtung. Was glaubst du, was war das? Laju! Da! Da! Boah. Unser Vater wäre garantiert mit uns. Die wir sozusagen. Weitestgehend so durch die Gegend laufen und massiv als Schläger wahrscheinlich durchgehen würden. Willst du uns unterhalten? Findest du das lustig? Komm, sehr was ist denn los? Willst du mal sehen, was ich lustig finde? Ein großes, rotes Lächeln, ja? Das fände ich amüsant. Ich weiß nicht, wer du bist oder wo du herkommst. Da, aber mach so weiter und ich schlag dich zum Klump. Hey, was da?
Das sieht doch für einen Plan aus. Jungchens. Bleibt unten. Dann passiert euch auch nichts. Natürlich habe ich Ehrgefühl. Aber hier liegen Kisten drin. Und zumindest wir sammeln jetzt langsam ein bisschen Geld, sodass wir, wenn wir wirklich Bedarf haben, vernünftig auch Ausrüstung kaufen können. Der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfaloniere. Der Kongress kann erst stattfinden, wenn eine Entscheidung gefällt wurde. Und auch schon wie beim letzten Teil scheint zwar eine Prügelei zwar nicht gemocht zu werden, aber immerhin nicht von irgendwelchen Wachen verfolgt zu werden. Wobei wir auch beim letzten Teil deutlich stealthiger an der Stelle vorgehen mussten. Vater? Federico! Aua! Oh, Terezio, es tut mir so leid, so leid! Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis! Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio! Claudia! Geht es dir gut? Ja, aber Mutter! Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Okay. Dann müssen wir uns überlegen, warum wir das Ganze... dann spielen. Wenn auch wir letztendlich inzwischen als gesuchte Person enden, dann müssen wir mal schauen, warum wir das Ganze dann umgangen bekommen. Das sieht aus, würde ich sagen, wie der Zwinger. Oder wie man auch sagen würde, Gefängnis. Jetzt nur die Frage, wie rum arbeiten wir uns am einfachsten da rein. Ich würde fast vermuten, hier hinten über das Gebäude. Da hatten wir, glaube ich, letztes Mal einen ganz brauchbaren Zugang gehabt. Da hinten, da scheint letztendlich, wenn ich das richtig sehe, ein Sammelobjekt versteckt zu sein. Ich töte alle, die hier durch wollen. Was tut ihr denn hier? Da wir hier einen einfachen Zugang haben. Warum die Kapuze?
Dann schlagen wir erst nochmal hier unsere Freunde zusammen. Praktisch, wenn man eigentlich gerade so und so gesucht wird, sich so unauffällig zu verhalten, dass man alles und jeden ausräumt. Und hier vorne, das sieht aus wie eine Feder. Oben vielleicht? Wenn ich Pech habe, bin ich gerade viel zu hoch. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief. Und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Fuck, das war nicht gut. Warum? Ach egal, ich will es gar nicht. Nur da oben die Fehler einsammeln. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Dann sollten wir uns mal einen Pestdoktor suchen.
der uns wieder zusammenflickt, wie zum Beispiel da hinten den. Mist. Falsch rum. Ja, gerne. Die 50 Goldstücke sind gut investiert. Alles sollte wieder gut sein, Freund. Okay, hier hätten wir die nächsten drei. Wahrscheinlich die sinnvollere Wahl, um schnell voranzukommen. Hier werden wir dann wieder bei unserer bei unserem Casa, also bei unserem Haus. Los, ab runter. Sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Dann nutzen wir doch gleich mal das Adlerauge, wenn es es lassen würde. Liebe Leute. Ah. Nicht mehr wie beim ersten Teil nur tippen, sondern wir müssen die Taste lange drücken. Und was finden wir wohl in dieser sagenumwobenen Truhe? Ein Assassinengewand. Eine Klinge. Und schöne Unterarmmesser. Sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Aua. Wenn ihr mich schon umbringen wollt, dann müsst ihr auch damit leben, dass ihr selbst. Ah. Mit Q
kurzem Klick kann man die Leichen aufheben. Werfen wir die mal ein bisschen weiter in die Ecke. Dann fällt das nicht so auf. Sollten wir mal schauen, dass wir irgendwo halbwegs unbehelligt unseren Weg finden. Als Folge einer Überflutung am Oberlauf des Armo muss eine kleine Sondersteuer erhoben werden. Aber schönes Gewand. Ezio. Okay. Ich frage mich, mit wem du dich angelegt hast. Ruhe in Frieden, wer immer du auch bist. Gucken wir noch mal, was er dabei hatte. Die Toten bestehen. Immerhin 5 florentinische Münzen. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Und so haben wir begonnen, ein Assassine zu sein. Gucken wir nochmal ins Inventar, was wir Lustiges sonst noch haben. Wir haben noch keine wirkliche Rüstung. Wir haben ein normales Schwert. Und wir haben Fäuste. Wir haben keine Kurzklinge und wir haben auch keine versteckten Klingen. Bei weiterer Ausrüstung haben wir auch noch keine Medizin. Da können wir 5 von lagern. Wir haben 2 Federn. Und wir haben einen schlichten Umhang. Haben wir noch was Spannendes? Ah, hier gibt es noch Informationen zu verschiedenen Typen der Charaktere, zu verschiedenen Kontakten.
Man stellt das gleiche nochmal für verschiedene Orte. Dokumente. Hier haben wir jetzt schon mal zwei Codex-Seiten und verschiedene Briefe. Die Wahrheit kennen wir nicht. Dann gucken wir uns noch mal die Codex-Seiten an. Okay, die Seiten müssen von Leonardo entschlüsselt werden, damit sie gelesen werden können. Wahrscheinlich die genauso. Yep. Interessant. Und wir haben eine Handvoll Briefe. Und wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich sagen, schauen wir, dass wir uns das nächste Mal wieder treffen und wir dann mal schauen, was wir Lustiges an Briefen und Co. haben und was sich uns an weiteren spannenden Punkten entgegenstellt. Bis dahin würde ich erstmal sagen, macht's gut, euer Gentle.